Die Zahnimplantation ist ein medizinischer Eingriff, der bei fehlenden Zahninen zur Wiederherstellung des Gebisses durch Gefahr ein Viertel HRT wird. In diesem Video werden wir uns genauer anschauen, wie eine Zahnimplantation abläuft und was Sie während des gesamten Prozesses erwarten können. Vorbereitung auf die Zahnimplantation. Bevor der eigentliche Eingriff stattfindet, werden Sie zu einer CHSD einen Termin bei Ihrem Zahnarzt vereinbaren, um eine Röntgenaufnahme und eine GAA-1/4-endliche Untersuchung durchzuführen. Dies dient dazu, den Zustand Ihres Kiefers und Ihrer Zahni zu A1/1/4 finden und zu bestimmen, ob Sie ein guter Kandidat für A1/1/R eine Zahnimplantation sind. Wenn Ihr Zahnarzt feststellt, dass eine Zahnimplantation FA1/1/R Sie geeignet ist, wird ein Behandlungsplan erstellt und alle notwendigen Schritte werden im Voraus besprochen. Dies umfasst auch die Wahl des Materials FA1/1/R, das Implantat und die Abstimmung auf die Farbe Ihrer Nata1/1/richen Zahni. Der Tag der Zahnimplantation. Am Tag der Zahnimplantation werden Sie zuerst örtlich Beta-UBT, um Schmerzen während des Eingriffs zu verhindern. Der Zahnarzt wird dann das Implantat in den Kieferknochen einsetzen, um eine feste Basis FA1/1/R den neuen Zahn zu schaffen. Der gesamte Vorgang dauert in der Regel etwa 1 bis 2 Stunden, abhängig von der Anzahl der Implantate, die gesetzt werden A1/1/N. Nach der Zahnimplantation. Nach der Zahnimplantation ist eine gewisse Erholungszeit erforderlich, damit der Kieferknochen das Implantat fest umschließen kann. In den ersten Tagen nach dem Eingriff ist es wichtig, bestimmte Verhaltensregeln zu beachten, um Komplikationen zu vermeiden. Dazu gehört in der Regel das Einhalten einer weichen Diät, das Vermeiden von intensiver körperlicher Anstrengung und das regelmäßige Spa1/1/LEN des Mundes mit einer speziellen Lassung. In den Wochen nach der Zahnimplantation werden regelmäßige Kontrolltermine mit Ihrem Zahnarzt vereinbart, um den Heilungsprozess zu A1/1/1/4 überwachen und sicherzustellen, dass das Implantat ordnungsgemäß einhält. In einigen Fällen kann es auch erforderlich sein, eine provisorische Krone anzubringen, um die Ästhetik des Gebisses während der Heilungszeit zu erhalten. Die Endgar-1/1/1/4-ältige Restauration. Sobald das Implantat vollständig eingeheilt ist, wird die Endgar-1/1/1/4-ältige Restauration angefertigt. Dies umfasst die Anfertigung einer individuell angepassten Krone, die auf das Implantat gesetzt wird, um die Nata1/1/1/4-liche Ästhetik und Funktion Ihres Gebisses wiederherzustellen. Die Krone kann je nach Bedarf aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Zirkonium oder Metalllegierungen hergestellt werden. Nachdem die Endgar-1/1/1/4-ältige Restauration angebracht wurde, werden Sie von Ihrem Zahnarzt eingewiesen, wie Sie Ihre neue Zahnimplantation pflegen und reinigen können. Es ist wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchzuführen und gute Mundhygienepraktiken beizubehalten, um die Lebensdauer Ihrer Zahnimplantate zu gewährleisten. Zusammenfassung: Insgesamt ist die Zahnimplantation ein effektiver und dauerhafter Weg, fehlende Zahni zu ersetzen und das Gebiss zu restaurieren. Mit der richtigen Vorbereitung, Durchvereinviertelung und Nachsorge kann eine Zahnimplantation viele Jahre lang halten und Ihnen ein strahlendes Lächeln zu A1/1/1/4 geben. Wenn Sie weitere Fragen zur Zahnimplantation haben oder sich FA1/1/R eine Behandlung interessieren, empfehle ich Ihnen, sich an einen erfahrenen Zahnarzt zu wenden, der Ihnen helfen kann, den besten Weg FA1/1/R Ihre individuellen Beta1/1/Öffnisse zu finden. Denken Sie immer daran, dass Ihre Mundgesundheit ein wichtiger Teil Ihres Gesamtwohlbefindens ist und es sich lohnt, in Sie zu investieren.